Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Elsword PvP, wieder mit meiner Alesis. Jo, 1-1. Ich muss nämlich langsam mal üben, 1-1 klarzukommen, weil ich davor mit meiner Alesis am ESL Cup teilzunehmen. Nee, nee, nee. Das war ein Fail. Das ist kein Problem mit dem Item. Das kann jedem mal passieren. Hab dich. Oder auch nicht. Oh wow. So. Dann mal auf zur nächsten Runde. Wieder gegen den Chang habe ich kein Problem mit. Ich muss auch wieder anfangen, ein bisschen durchgängiger zu kommentieren. Das fällt mir schwer, weil ich mich immer konzentriere im PvP. Versucht mal selbst zu sprechen, während ihr irgendwas macht, wo ihr euch konzentrieren müsst. Ihr werdet sehen, es ist verdammt schwer. So. Versuche jetzt die ganze Zeit den X-Swap-Loop. Zweimal kriege ich nicht mehr hin. Da brauche ich auch mehr Angriffsgeschwindigkeit für. Da. Ich kann ihn hier gerade nicht hochwerfen, deswegen mache ich den Loop. Der geht richtig schnell. Macht auch einigermaßen durchgängigen Schaden. Lol. Hab dich nicht. Was wir hier machen? Eieiei. Der eine versucht den anderen hier mit seinen Skills zu catchen. Mist. Ich glaube, diese Runde kriegt er mich. Na. Ja, Granatenregen mit 80 MP. Ziemlich OP zum Catchen. So, jetzt verreckt er an Gift. Oder? Okay, nicht. Gefunden. Shit, er mich auch. Mist. Naja. Eine dritte Runde will er bestimmt auch, ne? Ja, super. An dieser Stelle möchte ich gerne sagen, Tipps wirklich sehr gerne willkommen. Ich möchte nämlich wirklich besser werden mit der Alesis und ich werde die jetzt auch hauptsächlich spielen, glaube ich.
werden sich manche freuen im PvP. Yay, die Lucielle mit dem plus 10 Equipment ist nicht mehr da. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt war ich total abgelenkt. Na, da muss ich echt noch ein bisschen reinhauen. Muss durchhalten. Alles klar, Frage geklärt. Ah, den lade ich in die FA ein. Sollen wir loslegen? Shang DC, wieder ein Shang. In diesem Rangbereich, hoppala, sehe ich voll viele Changs. Hasenohren. Na, dich krieg ich. Schön. Mhm. Dankeschön. Ja, das muss ich noch ein bisschen. Kriegt er nicht. Danke. So. Das ging einfacher als der Tactical Trooper. Hat der eigentlich gewusst, dass Kriegsauftakt den Gegnern die Waffe gibt? Das wusste ich gar nicht. Die machen dann 20% weniger Schaden mit Spezialaktivs, kriegen 50% weniger MP und das dauert 10 Sekunden. Hätte ich gar nicht gedacht. So, das ist der Tactical Trooper von gerade. Der hat mich mit einem Grandmaster eingeladen und wir machen jetzt mal so einen Fight. Mist, das war gefehlt. Hui! Das ging ab. Das ging echt ab. Gleich noch eine Runde hinterher. Sehr gut, dann kann ich mir ein paar Tricks abgucken. Ah, mit Y ist, glaube ich, kein Trick. Na, das war ganz knapp. Hm. Mist. Oh Mann! Okay, sie catcht so. Ah. Na,
Mist. Das war knapp. Spürt den Stolz der roten. So, okay, jetzt auf ein neues. Okay, die Attacke nur machen, wenn ich mir sicher bin, dass ich treffe. Sehr risikohaft. Mist. Das war gerade auch nicht gerade eine Glanzleistung. Das war gut. Lol. So ein Scheiß, ey. Ja, hätte mich gewundert, hätte ich jetzt noch gewonnen. Eieieiei. Da kann ich noch was von lernen. Genau das möchte ich haben. Matches gegen Grandmasters, damit ich mal lernen kann. Sehr schön. Ach, verstehe, die macht das immer mit einem Y nach unten und dann catcht sie mit X. Nein. Alter, ich habe das Gefühl, die kommen dann aus Block richtig schnell raus, aber ich nicht. Das ist nur so ein Gefühl oder ist da was dran? Das war jetzt meine Schuld. Ganz allein meine Schuld. Ja, komm. Es war ein Versuch wert. Das kann nicht sein. Ja, da beende ich mal hier die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich bin auf eure Tipps gespannt. Bis dahin, tschüss.